Naila Hacic. Sie hat während 4 Jahren Physiklaborantin gelernt. Ihr Lehrbetrieb ist die EMPA, die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf. Als Fachrichtung wählte sie Werkstoffkunde. Fehlerhaftes Material zu analysieren oder Bruchstellen zu untersuchen, zählten zu ihren Hauptaufgaben. Naila lernte, mit dem Rasterelektronenmikroskop umzugehen. In ihrem Bericht interpretiert sie die Untersuchungsergebnisse und macht Verbesserungsvorschläge. Jetzt steht Naila kurz vor der Lehrabschlussprüfung. Was möchte sie nach der Lehre machen? Ich will später mal einfach auf dem Beruf weiterbleiben, immer weiterarbeiten und nebenbei Kurs besuchen und Weiterbildung, das ist okay, aber das nächste Jahr plane ich nicht, irgendwelches Studium anzufangen oder so. Sie nutzt das Angebot der Laufbahnberatung. Der erste Schritt: einen Fragebogen zum eigenen Standort ausfüllen. Die eigene Fachkompetenz und Persönlichkeit beurteilen. Ich habe ein paar offene Fragen. Was für Weiterbildungsmöglichkeiten ich in meiner Berufsbranche hätte, was für Kurse ich besuchen könnte und allgemein Weiterbildungsmöglichkeiten, in welchem Bereich, was ich machen könnte und ob es noch da wäre oder in Deutschland oder wie das aussieht. Den ausgefüllten Fragebogen sendet Naila ins Laufbahnzentrum in Zürich. Das Laufbahnzentrum braucht diese Fragebogen, um ein 2,5-stündiges Seminar vorzubereiten. Jedes Seminar soll auf jene Fragen eingehen, welche die Teilnehmer in ihren Standortbestimmungen aufwerfen. Naila und 4 Berufskollegen haben einen gemeinsamen Termin für das Laufbahnseminar gewählt. Hier am Boden seht ihr, hat es 1, 2, 3 bis 5 Zahlen. Elisabeth Rothen diskutiert mit den Lehrlingen zuerst ihren Standort. Offen und ehrlich. Dann wäre die nächste Frage. Mit der Ausbildung bin ich fachlich zufrieden. Wo denkt ihr, hat die Lehrzeit euch persönlich weitergebracht? Oder nicht weitergebracht? Oder wie ist der Anteil, wenn man es da 1 bis 5 macht? Um die nächsten beruflichen Schritte planen zu können, ist es wichtig zu wissen, wo man in der Gegenwart steht. Relativ gut, wir sind sehr zufrieden. Was könnte besser sein? Ein solches Laufbahnseminar ist für Berufsschulklassen gratis. Wer mitmacht, setzt sich gezielt mit seinen Möglichkeiten auseinander und kann sich anschließend leichter entscheiden. In einem Jahr bin ich dann sicher in der EMPA oder in Sulzer, einer von diesen zwei. Ich will da drauf weiterarbeiten und mache eventuell Weiterbildung oder Kurs, wenn ich schaue, was das hier alles anbietet. 4 Wochen später am Arbeitsplatz von Naila Hacic in der EMPA in Dübendorf. Bei ihr hat sich in der Zwischenzeit vieles ereignet. Erstens hat sie den größten Teil der Abschlussprüfungen hinter sich. Zweitens hat sie unterdessen einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Da es zu wenig Physiklaboranten auf dem Arbeitsmarkt gibt, konnte sie aus 3 Angeboten wählen. Sie hat sich schließlich für ihren bisherigen Lehrbetrieb, die EMPA, entschieden. Man kennt das Thema, weiss, man will da nicht irgendwie drunter kommen. Da gefällt mir ziemlich und allgemein alles sehr positiv und man kann Berufserfahrungen sammeln und das erste ist es mal gut so. Ihr bisheriger Lehrmeister Markus Zgracken wird auch ihr neuer Chef sein. Wie ist die Stellenbesetzung abgelaufen? Wir haben sie natürlich 4 Jahre kennengelernt. Wir wissen genau, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Durch das ist es eher, wie soll man sagen, nicht offiziell gelaufen oder so, nicht im normalen Rahmen. Sonst ist klar, würde man Bewerbungsunterlagen sehen, komplettes Dossier. Und man würde sich die Leute mindestens 1 bis 2 Tage anschauen. Die Lehrabschlussprüfung ist vorbei. Naila trifft ihre Kollegen. Alle haben einen Weg gewählt. Für mich bedeutet es in dem Sinn, dass ich sicher mal ausziehe, wenn ich mal genug verdiene. Ich mache mich selbstständig, eigene Wohnung und auf den eigenen Füßen stehen und nicht mehr bei Hotel Mami wohnen. Und Selbstständigkeit ist da gross geschrieben.